herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Das Jüngste Gerücht. Meine Stargäste heute sind Deutschlands berühmtester Vergnügungsbeauftragter Bert Wollersheim und seine wunderbare Frau Sophia Vegas Wollersheim. Laut Bert die einzige Frau, die auf High Heels kochen kann, habe ich gelesen. Und damit die erste Frage, stimmt das? Hast du das so gesagt oder ist das nur ein Gerücht? Nein, das ist wahr. Ja, nicht kochen kann. Sie trägt zu Hause High Heels. Jetzt nicht immer die 12 oder 20, aber sie würde niemals zu Hause in flachen Pantoffeln rumlaufen. Das ist ein Anspruch, den sie an sich selber hegt. Ja, und mich als Mann natürlich damit verwöhnt, grenzenlos. Ja. Okay, das heißt, sie macht alles auf High Heels? Fast alles. Okay. Duschen nicht? Duschen nicht, nee, ja. Aber schon sehr viel. So ja. Meine Pumps mit Absatz. Ich finde, die gehören einfach dazu. Okay. Ja. Warum machst du das? Ja, warum mache ich das? Das ist mein Geheimnis. Kein Geheimnis ist, dass es in dieser Sendung geht es so ein bisschen um die Gerüchte der letzten Woche. Da möchte ich so ein bisschen fragen, wisst ihr so spontan, was war für euch so die größte Schlagzeile so in den letzten Tagen? Meine größte Schlagzeile war Heidi Klum und Ziel, ja? Dass sie jetzt ihren Bodyguard hat. Aha. Ihren Bodyguard, ich meine, überlegt euch mal, ja? Hat sie einen Mann seit mehreren Jahren und dann auf einmal ist der Bodyguard hinter der nächste Mann, also nach dem Motto, ich stell dich jetzt mal ein. Aber sie also ich find's krass, also ich fand's... Sie erzählt ja jetzt auch erst in der aktuellen Bunte-Ausgabe, ja, ich bin verliebt. Sie hat sich ja ein bisschen, hat immer gesagt, ich bin glücklich und jetzt steht sie auch zu Martin Kirsten oder Kirsten Martin. Man weiß noch nicht ganz, was ist Vor- und was ist Nachname. Und also du kannst dir jetzt gar nicht vorstellen, dass man sich auch vielleicht meine Angestellten verguckt. Also, ich denke, gut, ich meine, bei Heidi ist es auch so ein Problem. Sie ist sehr berühmt. Mhm. Ich meine, dass sie jetzt einen Partner auf der Straße kennt, ist ja unwahrscheinlich. Mhm. Und vielleicht hat sie schon diese Verbundenheit mit ihm in den letzten Jahren durchlebt, in dem Moment, wo sie ihn halt immer als Beschützer bei sich hatte. Und vielleicht war Ziel wirklich nicht der Richtige für sie. Mhm. Und wo es dann geendet hat, ist erst dann wirklich klar geworden, dass es vielleicht ihr der richtige Mann für sie. Ich wünsche es ihr vom Herzen, also mag sie. Voll interessanterweise, ihr habt euch ja kennengelernt. Du hast ja eine Mail an Bert geschickt, weil du ihn im Fernsehen gesehen hast. Ja, also... Ja, das war nicht ganz so, ja. Also, dann klär uns auf, wie es wirklich war. Hat meine Cousine mich überredet, dass sie mich bei diesem Online-Portal MySpace anmelden soll. Mhm. Ja, ich habe gesagt, ich habe keine Zeit, ich habe zu viel zu tun. Und im Endeffekt hat sie so lange genörgelt, bis ich es getan habe. Und dann habe ich mich da angemeldet und auf der Startseite kommen mir sofort so ein paar bekannte Gesichter, die man kennt. Mhm. Er war auch dabei und dachte ich, ja, irgendwas war da mal im Fernsehen. Und wie kennst du denn, ja? Und ja, da ich mir überlegt habe... Es ist jetzt eine längere Geschichte, warum ich dann ihn im Endeffekt angeschrieben habe. Ich habe ja nicht nur ihn angeschrieben, sondern noch mehrere Leute. Aber Justin Bieber und Ashton Kutcher haben halt nicht zurückgeschrieben. Zum Beispiel, ja. Die haben nicht zurückgeschrieben. Aber im Endeffekt, er hat sie auch 2 Wochen Zeit gelassen, bis er mir geantwortet hat. Ja. Weil ich habe ja eigentlich nur so eine E-Mail geschrieben wie, hi, ich bin die Sophia, ich bin 20 Jahre alt und hast du nicht eine Idee für mich, wer mich vielleicht buchen könnte, vielleicht als Fotomodell, natürlich angezogen, in deinem Betrieb möchte ich ganz gesichert nicht arbeiten, aber hast du nicht eine Idee für mich? Aha. Weil ich hatte keine Lust, die Firma einzeln anzuschreiben, weil ich nicht in der Agentur tätig war. Aha. Und das war so ein naives Denken, vielleicht hatte er ja gerade für mich eine Idee. Ja, ja, das war der Anfang. Ah, okay. Also sehr romantisch eigentlich. Und ich habe jetzt mal ein bisschen mich schlau gemacht. Ihr habt morgen euren 2. Hochzeitstag. Ja, den haben wir morgen. Das heißt, wird sowas dann noch gefeiert nach 2 Jahren schon, oder? Später dann? Ja, der wird jedes Jahr gefeiert, ja. Aha. Jedes Jahr feiern wir unsere Hochzeitstag. Und also schon einmal. Ja, wir heiraten ja Leben lang, haben wir in China ja immer wieder. Immer sag das nicht immer, wir müssen erstmal tun. Also wir wollen noch mal in Las Vegas heiraten, in Weise überall, ne? Ja, wir heiraten einfach, denke ich, auch jedes Jahr. Also jedes Jahr dann woanders. Ja, ja, das ist so dieses Eheversprechen. Aber ihr wisst schon, damit kommen wir zurück zu Heidi Klum. Die hat das ja auch gemacht. Die haben auch jedes Jahr ihre Ehe erneuert. Ich denke, bei Heidi, denke ich, die ist einfach zu bedauern. Ja? Die ist so öffentlich und show must go on. Und jetzt vielleicht ihre Bekenntnis zu dem Bodyguard ist vielleicht mal aufrichtig. Und das wird ihr sicherlich gut tun. Weil irgendwann ist mal Schluss mit der Show Must Go On, ja. Irgendwann schaut man in sich, tief in sich hinein, ja. Und wenn man dann jemanden findet, mit dem man sein Leben verbringen möchte, und das sind 24 Stunden am Tag. Und aber ich denke, das ist ein Schritt, wo es überhaupt keine Kommentare geben sollte, oder sich niemand anmaßen sollte, Leute dazu oder herablassen. Das muss nicht immer passen, ja. Ich habe vielleicht auch eine Prinzessin, da bin ich jetzt.
der Frosch. Du bist auch mein Frosch. Ja, ich auch mein Frosch. Nee, die Liebe ist ein Thema. Was ich ja lustig finde, es gibt, weißt du, was du noch mit Heidi Klum gemeint hast? Nein. Es gibt irgendwie nur zwei Frauen, die ich kenne, die ihren Brüsten einen Namen gegeben haben. Bei Heidi Klum ist es ja Hans und Franz und bei dir ist es? Bunny und Princess. Das heißt, Bunny ist links und Princess ist rechts. Richtig. Wie kam es dazu? Warum hast du? Wurde aufgepinnt. Nee, früher. Darling, bitte, du vergisst die damaligen Namen. Ja, waren wohl nicht einschlaggebend. Also. Und dann früher hießen die Dolly und Molly. Auch schön. Ja, auch und dann, als ich die nochmal aufgepimpt hat, das dritte Mal, habe ich mir gedacht, jetzt müssen sie natürlich exklusiver heißen. Und Bunny ist halt. Meistens bei dieser Tipps, ja. Und Princess, ich bin eine kleine Prinzessin, also irgendwie kam das so. Lustig, sehr gut. Übrigens, wer sich gerade wundert, dass Rapper Crow nicht hier sein kann, der ist leider krank, der hat Rücken, aber er hat uns eine Videobotschaft geschickt und die gucken wir uns mal kurz an.